Guten Abend, Bautzner. Es war wunderbar, heute wieder mit dir zu sein und an dieser Demonstration teilzunehmen, vor allen Dingen zu sehen, wie viele Bautzner auf der Straße sind und das, obwohl zeitgleich in Dresden Pegida wahrscheinlich auch heute für Frieden demonstriert und trotzdem so eine große Demo zu sehen, den Willen zu sehen, dass man die Politik nicht einfach machen lässt, sondern die Stimme zu erheben. Ein wunderbares Gefühl und auch wunderbar zu sehen, dass die Bauern, dass die Gewerke, dass die Unternehmen alle mitziehen. Bautzen ist wunderbar und ist ein Vorbild für viele andere Städte. Und ich möchte gerne das aufgreifen, was mein Vorredner gesagt hat. Menschen, weigert euch, Feinde zu sein. Das ist wichtiger denn je, weil man versucht mittlerweile, uns gegenseitig oft zu hetzen. Nicht nur innerhalb unserer Gesellschaft. Wir erleben, wie inzwischen versucht wird, uns Deutsche, unser Volk aufzuhetzen gegen andere Völker. Man will uns inzwischen in einen Krieg hineinhetzen. Und das ist umso wichtiger, dass wir dazu auf der Straße Nein sagen. Wir müssen sagen, nein, dieser Krieg, das mag euer Krieg sein. Es ist nicht unser Krieg und wir wollen ihn nicht. Es gab schon bisher gute Gründe, dass man sich gegen diesen Krieg in der Ukraine ausgesprochen hat und gegen die Unterstützung dieses Krieges durch Deutschland, durch die deutsche Politik mit unseren Steuergeldern. Dieses Geld, was wir da hinschicken, führt dazu, dass dieser Krieg weitergeht, dass dort weiterhin Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Männer sterben müssen, die alle Familien haben. Dieses Geld, das sind ja inzwischen zweistellige Milliardenbeträge, die fehlen in unserem Land, die fehlen unseren Bauern, die schon gar nicht mehr wissen, wie sie wirtschaftlich arbeiten sollen, weil bei denen die Steuerschraube angezogen wird. Die fehlen bei unseren Rentnern, die oftmals zum Monatsende nicht mehr wissen, wie weit das Geld noch reicht. Und die fehlen inzwischen auch bei vielen Familien, weil das Mittagessen in der Kita oder Schule mittlerweile schon 6 bis 7 Euro in Zwickau kostet. Ein weiterer guter Grund zu sagen, wir brauchen diesen Krieg nicht. Dieses Geld ist hier 1000-mal besser aufgehoben, als wenn wir es zum Morden in der Ukraine einsetzen. Und leider, in der letzten Woche sind 2 Dinge passiert, die eigentlich bei mir und wahrscheinlich auch bei euch die Alarmglocken schrillen lassen. Inzwischen geht es nicht mehr darum, dass mit unseren Steuermilliarden dieser Krieg finanziert wird. Es geht darum, dass wir systematisch vorbereitet werden auf eine Kriegsbeteiligung Deutschlands. Wir sollen vorbereitet werden auf einen Krieg. Und das fängt bei Herrn Macron an, der sagt, NATO-Soldaten in der Ukraine sind nicht mehr undenkbar. NATO-Soldaten sind auch Bundeswehrsoldaten. Ist der Mann verrückt geworden? Weiß er überhaupt, was es bedeutet, wenn die NATO in diesen Krieg aktiv einsteigt? Wenn die NATO zum Kriegsgegner von Russland wird? Das heißt, der Krieg kommt nach Europa, er kommt zu uns und er kommt wahrscheinlich am Ende auch mit Atomraketen. Dieser Mann ist völlig fehlbesetzt. Und das Schlimme ist aber, es ist nicht nur Macron. Noch widersprechen ja alle und sagen, nein, das wollen wir natürlich nicht, die NATO nicht. Aber gleichzeitig, was erleben wir denn? Schauen wir in den Bundestag, wie dort zum Krieg gehetzt wird, wie die CDU lautstark fordert, dass Taurus-Raketen geliefert werden. Endlich soll Deutschland mit einsteigen. Wir erleben, wie ein Herr Lauterbach sagt, wir müssen unser Gesundheitswesen kriegstüchtig machen. Was heißt denn das? Dass wir hier Kriegsverletzte behandeln müssen in Größenordnung in unseren Krankenhäusern. Dass wir damit rechnen müssen, dass unsere Städte bombardiert werden. Dass wir hier die Toten und Verletzten irgendwie behandeln müssen. Was heißt es denn, wenn im staatlichen Fernsehen auf dem Kika-Kanal die Marschflugkörper aus Frankreich und England und Deutschland sich unterhalten, wer darf in die Ukraine und der Taurus darf noch nicht? Wenn das keine Kriegshetze ist, was ist das dann? Und deshalb noch einmal, wir müssen jetzt endlich laut werden und zwar in allen Städten. Unser Land will diesen Krieg nicht. Wir wissen, dass 80% der Deutschen gegen jegliche Kriegsbeteiligung sind. Und das bedeutet im Umkehrschluss, das, was dort oben gemacht wird, ist nicht demokratisch. Die Menschen wollen es nicht,
und es soll trotzdem geschehen. Und deswegen muss das Signal von der Straße heißen, das ist euer Krieg. Wir wollen diesen Krieg nicht. Wir wollen Frieden. Wir Deutschen wollen nicht in diesem Krieg beteiligt sein. Und wir mussten noch etwas erleben. Wir mussten erleben, dass ein abgehörtes Gespräch von Bundeswehrgenerälen veröffentlicht wurde, wo tatsächlich Bundeswehrgeneräle die Planung des Taurus-Einsatzes besprechen. Und das ist erstens deshalb schon ziemlich fragwürdig, weil man, wenn der Bundeskanzler, wenn Herr Scholz nach draußen geht und sagt, ich möchte den Einsatz von Taurus nicht, weil das würde bedeuten, dass Deutschland direkt am Krieg beteiligt ist und das will ich nicht. Und gleichzeitig plant die Bundeswehrgeneralschaft den Einsatz detailliert. Welche Ziele, mit wie viel Taurus müssen bekämpft werden? Wie schaffen wir es, dass die Beteiligung der deutschen Bundeswehrsoldaten, die ja die Einsatzplanung machen und die Dateien herstellen, damit der Marschflugkörper seinen Weg findet, wie schaffen wir es, dass das dort in die Ukraine geliefert wird, ohne dass jemand merkt, dass die Bundeswehr dabei ist? Also Sie wissen ganz genau, wir sind dabei, wir müssen es verschleiern. Und da frage ich mich schon, ist Herr Scholz eine Marionette, die gar nicht weiß, was unter seiner Herrschaft passiert? Ist Herr Pistorius eine Marionette, der so tut, als wüsste er nicht davon? Sind es wirklich die Bundeswehroffiziere, die machen, was sie wollen? Oder sind diese Politikdarsteller, egal wie sie heißen, Scholz, Merz, Pistorius, vielleicht belügen sie uns ja, wenn sie sagen, wir wollen keine Kriegsbeteiligung. Und sie wissen von dieser Vorbereitung. Und deshalb habe ich eine Bitte. Es gab heute verschiedene Strafanzeigen gegen diese Generäle und gegen Herrn Pistorius, ihren Dienstvorsitzenden. Strafanzeigen kann jeder deutsche Bürger stellen. Macht das. Ich wünsche mir zehntausende Strafanzeigen gegen diese Kriegstreiber, die unser Land in einen Krieg stürzen wollen. Und nochmal zum Schluss, vielen Dank an euch alle. Es ist immer wieder beeindruckend, was Bautzen auf die Beine stellt. Für Frieden, für Freiheit und für Selbstbestimmung. Dankeschön.